gar nicht. Oh Gott. Easy? Warum bist du auf dem Sofa? Easy? Wow. Ah! Angreifer! Au, au! Brandpfanne! Schlägst du mich? Nein, 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 nein! Oh Gott, ich bin der Brandpfanne! Au! Haust du ab! Hilfe! Oh Gott, was willst du? Oh, das ist wirklich ein Angreifer. Warte, da ist jemand. Sagen. Oh, guten Morgen, Sir! Detective Summer! Ma'am! Ma'am! Guten Morgen! Allesamt aufstehen! Alarm! Oh. Alarm? Alarm? Was denn für ein Alarm? Ich weiß es nicht. Die hat Wovon sprechen Alarm. Sie? Oh Gott, hörst du das? Oh mein Gott! Oh nein! Okay! Es gibt Alarm! Sind schon alle da, Ronja? Oh Gott. Warte, ich mach mal aus, dass man. Ach. Ist es aus? Okay, ja, ist aus. Okay. Wir sind alle da. Schlechte Nachrichten. Der Entführer hat wieder versucht zuzuschlagen. Oh je, was ist denn passiert? Wieder Entführer. Nein. Hey, das kann doch nicht sein. Hier ist die Liste, Ronja. Okay, danke. Okay, gut, danke. Gerne. Diesmal hat es fast Herrn Turtle erwischt. Sein Sohn und seine Frau müssen befragt werden. Alles klar? Dann... Herr Turtle? Herr Turtle. Das heißt, der war doch auf unserer Liste. Auf jeden Fall schon mal von der Liste streichen. Ja, mach das so, mal. So, hab ich gemacht. Ach, krass. So, Herrn Turtle. Mit so einem X, mit so einem roten X? Oder hast du das mit einem roten X? Ja, klick noch einmal. Gemacht. Nee, nee, zwei. Roten. Ja. Herr Turtle ist es nicht. Sehr schön. Okay. Okay, gut. Ist ihm denn etwas passiert? Olivia, kümmerst du dich bitte darum? Genickt. Okay. Hm. Wollen wir vielleicht ihn auch befragen? Das können wir machen. Ansonsten Olivia geht jetzt schon. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Auftrag. Ronja, easy. Ihr geht bitte zum Farmer Joe und überprüft, ob er auch ein Alibi hat. Sir, Madam, Frau, was auch immer, wir sind unterwegs. Los geht's. Anziehen. Oh, mach mal auf. Danke. Auf geht's. Und hoch geht's. Hast du dich angezogen? Dein Nein, Make-up aber ich... Wo ist denn dein Detektiv-Outfit, Ronja? Ich zieh mein Detektiv-Outfit ja an. Jetzt. Ja, endlich. So, wir sind ja erst draußen. Der Dings hat ja letztens gesagt, der Haru, wir müssen es nicht drinnen anziehen. Aber wir dürfen und das ist echt cool. Okay. Dann... Willst du eine Beere essen? Nee, ich will keine Beere essen. Was, wer sagt mir denn, dass du die Beere nicht vergiftet hast? Ich hab die Beere nicht vergiftet. Ich sag es dir. Ich esse sie selber, siehst du? Okay. Siehst du? Alles gut. Ich traue dir. Alles gut. Alles klar, Verdächtiger, easy cheesy. Nein, bitte nicht, ich bin nicht verdächtig. Alles klar, dann gehen wir mal zu Joe rüber, oder? Farmer Joe und Minka. Mhm. Hm. Er hat dir doch letztes Mal so eine schöne Blume geschenkt. Oh ja, stimmt, das war süß. Übrigens, falls ihr euch fragt, was passiert hier eigentlich gerade, was ist hier los? Wir sind jetzt in der Geheimorganisation. Das hätte ich vielleicht vorher mal sagen sollen für die Zuschauer, damit die nicht komplett denken, was ist denn jetzt los? Wir waren in Easys Folge, haben wir eine Liste erstellt, die hier, mit den ganzen Verdächtigen, damit wir einen nach dem anderen durchgehen können und sagen können, hey, der ist vielleicht der Übeltäter, der nicht. Und jetzt versuchen wir hier gerade zu ermitteln und die ihr vorhin gesehen habt, die uns so aufgeweckt hat, das ist die Summer. Das ist die, die vorher bei uns im Haus gewohnt hat. Das ist die Detective Tante Summer. Vom Assistenten vom Bürgermeister. Yes. Und die scheint die Leiterin von dieser Organisation zu sein. Also wie gesagt, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, die ist bei Easy auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, befragen wir jetzt mal den Joe und gucken, dass der hier nichts Böses im Schilde führt. Okay. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hey ihr zwei, was gibt's? Wollt ihr wieder ein paar Zimtschnecken kaufen? Nee. Zimtrollen. Was war es am Anfang? Zimtknödel. Das ist immer was anderes. Zimtgebäck. Da haben sie sich drauf spezialisiert. Nee, das brauchen wir nicht. Aber wir sind da, um zu fragen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber was haben sie vor drei Tagen gemacht? Wo waren sie gestern Abend? Zwischen 8 und 9. Was ich vor drei Tagen gemacht habe, wollt ihr wissen. Ja, also Lady Lovely ist ja vor drei Tagen verschollen und wir überprüfen gerade, wer hier ein Alibi hat. Das darfst du ihm doch nicht sagen. Ja, der ist doch vertrauenswürdig. Jetzt passen Sie auf. Es geht darum, wir wollen gerne ein Fotoshooting machen und wir fragen uns, wo sie vor drei Tagen waren, weil sie da so gut aussahen und vielleicht haben sie da ja einen Tipp. Gut gerettet, gut gerettet. Danke, sag ich doch. Ja, bin schon. Ich würde doch nie Lady Lovely entführen. Siehst du, ich glaube, er hat uns doch durchschaut. Ja, er antwortet nur auf dich. Na toll. Sie ist doch so eine liebe Person. Ja, Easy, was ich helfe dir doch nur als Entschuldigung. Ach so, ich dachte schon, du reißt jetzt einfach sein Gemüse ab. So, ja, du hast nicht auf meine Lüge gehört, dann hast du das jetzt davon. Okay, nein, das kann gut sein. Wir glauben auch eigentlich nicht, dass da was, also, dass sie da was gemacht haben, aber haben sie ein Alibi oder können sie das irgendwie beweisen? Wenn ihr es wissen müsst, ich habe ein Alibi. Einen Moment. Okay. Wirklich? Gott sei Dank.
Er hat ein Alibi? Scheinbar. Ich meine, hoffentlich ist es auch valide oder so. Wasserdicht, sagt man das nicht so? Die haben ein wasserdichtes Alibi. Sagt man so. Hast du viele Detektivfilme geguckt? Ja. Okay, da hat er was. Was ist das? Ein Zettel. Sollen der was beweisen? Wassermelonen-Wettbewerb. Mit einem Datum vor 3 Tagen. Tatsache. Hier, nein, seht ihr das? 2. Platz. Wirklich peinlich. Oh je. Ja, gut. Ich meine, der baut doch gar keine Wassermelonen an. Wieso nimmt der denn da an einem Wettbewerb teil? Nein, warte mal, guck mal hier vorne. Ich bin mir sicher, dieses Jahr die größte Wassermelone zu haben. Sonst hätte ich nie an diesem Wettbewerb teilgenommen. So eine Blamage. Oh je, das tut uns leid. Hier haben sie ihre Urkunde wieder. Da wollten wir jetzt kein Salz in die Wunde reiben. Aber... Ronja, hier hinten. Guck doch mal. Warte. Da! Ich bin ja gleich da. Wassermelonen. Oh, der hat Wassermelonen. Sag ich so. Hast recht. Ja, dann hat er sogar die Wahrheit gesagt. Okay, ja gut, dann was? Ich streiche den auch von der Liste hier. Hier sind ihre Kartoffeln, Sir. Hier ist auch so eine giftige. Hier habe ich noch eine Beere für sie. Wollt Ronja nicht essen. Farmer Joe ist es auch nicht. Er sagt danke. Farmer Joe hast du gestrichen? Ich habe Farmer Joe jetzt gestrichen, oder? Der hat doch ein Alibi. Wo bist du denn? Ich bin hier hinter dir. Zeig mal die Liste. Wer ist denn jetzt noch drauf? Jetzt haben wir im Prinzip Opa Bär haben wir noch, den Bürgermeister sowieso, den Polizisten haben wir noch. Und genau, Miss X gibt's auch noch und Mr. Holiday. Ja. Okay, sollten wir uns bei der Geheimorganisation wieder treffen, wenn wir was rausgefunden haben. Also würde ich sagen, wir gehen nochmal auf den Weg dahin, oder? Die Frage ist, was hat Olivia rausgefunden? Ach, guck mal, da ist sie ja. Oh. Hallo, Olivia? Alles gut? Ah, da seid ihr. Ich habe euch gesucht. Ist alles okay bei dir? Du siehst irgendwie nicht so gut aus. Hört mal, könnt ihr für mich bei den Turtles vorbeischauen? Klar, ich meine, wir sind eh schon hier, oder? Kein Problem, können wir machen. Warum? Was ist denn los? Ich habe ganz miese Kopfschmerzen, weil Peppa mich verwechselt hat und für den Diebstahl an Mrs. X eine übergezogen hat. Oh Gott! Oh nein! Dabei wollte ich doch nur mein neues Outfit anprobieren. Schweinchenrosa trage ich nie wieder. Oh je, die hat ja in deiner Folge gesagt, es muss ein Schwein gewesen sein, weil sie da Fußstapfen gefunden hat von sich selber. Oh nein. Oh nein. Oh, gute Besserung. Oh, die Arme. Ja, gute Besserung. Die tut mir richtig leid. Oh je. Ja, dann müssen wir jetzt zu den Turtles gehen. Das ist kein guter Geheimagent, da kann man sagen, was man will. Ja. Okay, dann. Müssen wir da hinten schauen, die waren doch vorhin da. Okay, dann gehe ich mal da. Die waren doch vorhin bei dem Brunnen, oder? Stimmt, ja, aber die sind nicht mehr hier. Vielleicht sitzen die wieder zu Hause. Meinst du? Keine Ahnung, oder? Vielleicht. Vielleicht. Wo ist denn das Haus von Familie Turtle? Ist das hier hinten? Ja, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin hinten meinem Brunnen lang gegangen. Hast du dich wieder verlaufen, Ronja? Nein. Das möchte ich abstreiten. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich weiß, wo ich bin. Wo bist du denn? Hier neben beim Brunnen? Hinter dir. Ah, da bist du, okay. Ja, dann komm, dann gehen wir hier mal gucken. Warte mal. Okay. Warte, hier sind sie doch, oder? Hi. Ist das nicht Finn? Das ist Finn. Hi, Finn. Hi, Finn. Alles klar? Wie geht's dir? Hey, habt ihr Lust, den Film zu schauen? Nee, wir sind leider gerade beschäftigt mit geheimen, Sag nichts. Wir wollten gerade was essen. Wie immer. Genau, was essen. Oh, schade. Wir sind eigentlich hier, wir haben gehört, was mit deinem Papa passiert. Ist das alles okay? Ja, das habe ich gesehen. Papa ist fast entführt worden. Sowas von gruselig. Wenn du sagst, du hast was gesehen, hast du gesehen, wer das war? Hast du irgendjemanden, könntest du uns sagen, wie die Person aussah? Vielleicht können wir ja seinen Vater fragen. Ja, aber ich habe es nicht gesehen, wer das war. Es war viel zu dunkel, tut mir leid. Und dann hat sein Papa wahrscheinlich auch... Warte mal, ich frage mal seinen Papa, ob der was gesehen hat. Okay. Hi, haben Sie vielleicht gesehen, wer sie entführt hat, Sir? Weißt du nicht, der würde das melden, wenn er das wüsste? Nein, er sagt, er weiß gar nichts. Er hat nichts gesehen, es war so dunkel, er hat nichts gesehen. Und was ist mit seiner Frau? Weiß die vielleicht was? Ist die da? Ja, vielleicht können wir sie fragen. Magst du kurz mit ihr reden, dann gucke ich noch bei Finn. Ich frag sie mal. Hi, Ma'am! Oh, das ist sehr süß hier oben. Nein, sie war drin und hat Zimtrollen gegessen. Na toll. Wie süß das Zimmer hier ist von Finn. Ist auch alles so grün. Ich glaube, das ist von den Eltern, oder? Ja. Ich glaube, Finn schläft hier unten auf der Couch. Echt? Ja. Boah, wo ist er denn sonst? Weiß ich ja nicht. Oder schläft er auch im Garten. Oder bei seiner Mama im Bett. Ja, okay, schade. Dann wissen wir leider nichts. Dankeschön. Dann wissen wir auf jeden Fall, aber das... Finn? Was ist mit Finn?
War der nicht gerade auf der anderen Seite? Kann der... Verrückt. Der ist aber nur rausgelaufen, oder nicht? Ich weiß nicht, ich hab mich verrückt. Er kann sich teleportieren. Ich würde ihn jetzt auf die Liste ergänzen, alles klar. Da ist er schon wieder, Ronja. Ich sag doch, der fühlt was, im Schilde. Was will er denn? Der will uns was zeigen. Meinst du? Ich glaube ja, guck mal. Ah, er will uns zeigen, wo er schläft, glaube ich. Ah. Nee, ach, was weiß ich. Ach, das ist jetzt, doch, das ist das Sofa. Vielleicht. Ach, ich glaube, er wollte mir zeigen, wie er langgegangen ist. Er ist einmal eine Runde gelaufen und hat mich voll verwirrt. Ach, guck mal, er ist schon wieder hinter dir. Da ist er schon wieder, okay. Alles klar. Dann, zurück, oder? Die Liste. Wie viele sind denn jetzt noch drauf? Naja, wir haben ja niemanden neuen abgehakt. Herr Turtle hatten wir ja vorher schon, weil der ja eigentlich entführt worden ist. Also hatten wir 7 und jetzt sind es? Wie viele? Noch 5 Leute. 5. Nur noch 5 Verdächtige. Okay. Aber so langsam, würde ich sagen, haben wir einen Dreh raus, ja? Also, ich würde sagen, nicht mehr lang. Und dann haben wir unseren Übeltäter geschnappt und... Denk ich auch. Hier fliegt schon wieder Opa Bär mit dem... Nein! Mit dem, ey, wie cool, ich will auch! Darf ich mitfliegen, bitte? Ach komm schon. Okay. Jedenfalls, was ist mit dieser Folge, falls ihr wissen wollt, ja? Wen wir nächste Folge ausschließen. Falls wir nächste Folge jemanden ausschließen. Ich hoffe es. Aber, also, ich denke, oder? Wir sind ja gute Ermittler mittlerweile. Ja, ich finde auch eigentlich. Dann guckt unbedingt bei Easy vorbei. Da kommt nämlich am Mittwoch die nächste Folge. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Auf meinem neuen Channel Easy. So neu ist er gar nicht mehr. Aber falls ihn irgendjemand noch nicht kennt, ihr neuer Channel Easy. Der ist unten in der Beschreibung. Videobeschreibung. Richtig, genau. Yes. ansonsten, falls ihr die Folgen davor noch nicht gesehen habt und euch fragt, was ist denn jetzt passiert, wie sind wir zu diesem Punkt gekommen, dann kann ich euch auch gerne nochmal die Playlist hier in der Endcard verlinken. Ja. Dann könnt ihr alles hintereinander weg anschauen und seid auf dem neuesten Stand. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise bei Easy. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.